Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Factorio mit eurem Ertakus. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Genau, bei Folge ganz weit. Wir wollten grüne Schaltkreise automatisieren. Aber gucken wir mal. Das war nur der einfache Akkumulator. Elektrotechnik ist noch nicht so weit. Gut, dann müssen wir noch mal so bauen. Für grüne Schaltkreise brauchen wir Eisenplatten und Kupferkabel. Kupferkabel. Kupfer haben wir hier oben. Bauen wir uns gleich mal ein paar mehr Fabriken. Können wir da auch gleich mal Kupferkabel produzieren. Bauen wir erstmal hier unten die Anlage auf. Und wir können unsere Fließbandproduktion wieder aktivieren. Zack. So. Fließbänder brauchen wir nämlich wieder welche. Was war das jetzt? Eisenplatten kriegen wir von rechts. Ziehen wir dann vielleicht auch noch die Kupferplatten hier durch. Wenn wir hier lang gehen mit den Kupferplatten. Holen uns die mit dem langen Arm, die Kupferplatten mit dem kurzen Arm. Ja, machen wir das so. Ziehen wir das mal hier durch. Kommen wir dann von da. So. Jo. Bisschen übertrieben. Egal. Egal. Brauchen wir 5 lange Arme. 1, 2, 3, 4, 5. Da kommen die Kupferdinger. Nehmen wir da die schnellen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Nehmen wir die schnellen. Das dort wird produziert. Dann können wir auch schon mal die Leitung weiterlegen. Brauchen wir einen Tunnel? Haben wir noch. Ah, Licht, Licht. Wir können Licht machen. Hui. Hui. Jetzt wird es wieder heller. Da haben wir Licht. Haben wir hier Licht. Und da Licht. Ne, da brauchen wir kein Licht. So, langer Greifarm, er holt sich die Platten. Ach, zu weit weg. So, du holst dir Platten, dann brauchen wir dich nicht. Du holst dir die Kupferkabel. So, lassen wir das mal blinken. Gehen wir mal nach hier oben. Ah, hier haben wir noch die alten Öfen. Auch okay. Das können wir später auch noch erweitern. Und hier stellen wir. Hey. Wie haben wir das da? Wir reißen jetzt hier, reißen wir das auch weg. Die Kupferplattenproduktion. Die brauchen wir hier nicht mehr. Also kann das weg. So. Das brauchen wir ja theoretisch auch nicht mehr. Nein, das. Das brauchen wir. Lassen wir das erstmal da. Aber das brauchen wir nicht mehr. So. Das wird ja alles noch dauern. Wir bauen hier grüne Schaltkreise auf. Und dann sollte. Gehen wir mal erstmal hier hin. Das ist ein langer Greifarm. Was haben wir denn noch so einen Greifarm im Angebot?
Intelligente, den kann ich wegpacken, brauche ich erstmal nicht. Schnelle. Du holst dir das und machst da haben wir's. So. Nee, hier brauchen wir einen größeren Rahmen. Müssen wir auf andere Seite. Zack. Gut. Ja. Ui. Mal gucken, Forschung. Was haben wir denn hier? Intelligente Kisten. Oh, hier fängt das mit dem Kombinator. Ich glaube, hier fängt das mit irgendwas anderes an. Diese Automatisierung. Da brauchten wir blaue. Ah, hier kam. Zusätzlichen Slot kann man nicht eigentlich haben. Da müssen wir hin. Kommt das doch wieder weg. Dann gehen wir weiter nach unten. Ziehen wir erstmal. So. Ja. Irgendwo hier brauchen wir jetzt einen Tunnel. Da. So. So. Und. Ja. So. Dann helfen wir jetzt direkt daneben in den Tunnel. Gut. Also hier wollen wir grüne Schaltkreise herstellen. Kupferkabel. Ja. So, das Band war Kupferkabel und das waren Eisenplatten. Gehen wir nach oben. Das brauchen wir nicht. Zack. So. Kupferkabel fließen jetzt schon mal nach unten. Jetzt braucht das hier noch alle Spannung. Wo haben wir denn die Masten? Das glaube ich entfernen. Jo, das kann weg. Aber unsere Lampe muss hier. So. Ah. Ah, die greifen sich das. Gut, dann haben wir schon mal die Grünen. Wir brauchen. Die brauchten wir elektrische Schaltkreise. Das heißt, wir brauchen da beim Greifarm brauchen wir. Das muss da hin. Oh, müssten wir theoretisch die ganze Forschung auch noch umbauen. Egal, da sind wir ja dabei. Und weg damit. Und alles weg.
Ach ja, das große Umbauen. So. Grüne Flaschen kommen dann von hier. Müssen wir so machen. Zack. So, damit das natürlich schön auf die andere Seite kommt, haben wir Greifarme. Komm, dann nehmen wir mal so einen Billigarm. So schnell ist er ja nicht. So, das heißt, wir brauchen eine Fabrik für Fließbänder. Ich glaube, den können wir mal wieder abkapseln. Fließbänder haben wir erstmal wieder einen ganzen Haufen. Das langt. Wie machen wir das? Könnte ich theoretisch jetzt hier hinsetzen? Dann lasse ich das da oben lang laufen. Für Fließbänder. Fließbänder brauchen Eisenplatten, Eisenzahnräder. Zahnräder haben wir da. Das ist blöd. Ne, Fließbandproduktion haben wir ja hier. Das lassen wir da oben. Das ist eigentlich okay da. Dann nehmen wir nur die langsam. Da haben wir jetzt ja noch ein paar von. Jo. Müssten wir doch noch hier gelbe Tunnel haben. Haben wir nicht auch noch gelbe? Was brauchen wir denn hier erstmal nicht? Dich brauchen wir erstmal nicht. Du nimmst dir die daraus. Kannst dann bekommst du das schon mal. Für die gelben Greifarme, Zahnräder, Platten und elektrische Schaltkreise. Zahnräder haben wir hier, Platten haben wir da. Dann holen wir uns von hier drüben die elektrischen Schaltkreise. So. Haben wir Teile? Teile haben wir. Ja. So. Was haben wir denn noch im Angebot? Ach komm, komm, verbauen wir hier mal den intelligenten Filter. Der soll Platten rausnehmen. Was ist das denn? Zugsignale, Zugvorrichtung, Diesellokomotive, Güterwagen, Autopanzer. Gebogene Schienen, gerade Schienen. Das wird ja noch ein Spaß. Was wollten wir jetzt hier? Wir wollten Eisenplatten. Was ist das? Hier sind Betonplatten. Eisenplatten. So, dann brauchen wir hier mal noch Spannung. Und der soll Greifarme produzieren. Ja, das funktioniert. So, da haben wir den haben wir noch über. Gut. Greifarme haben wir, das haben wir. Jetzt brauchen wir hier auch noch Zahnräder. Haben wir da. Wir müssen hier noch runternehmen, also können wir gleich einen großen nehmen. So brauchte ich den. Okay.
So, der hat dann Greifarme, die müssen wir nach da unten kriegen. Warte mal. Ist die Frage, wo packt er die Fließbänder hin? Linke Seite. Das ist gut, das ist sogar sehr gut. Dann lassen wir doch beides darüber laufen. Ach, den müssen wir umdrehen. So. Ja, jetzt läuft das beides darauf. Und Spannung. Können wir hier auch einen schnellen Reich einsetzen. So. Ha, jetzt wird's weitergearbeitet. Können wir gleich mal hier eine zweite Fabrik bauen. Nein! Crazy. So. Können wir langsam nehmen und brauchen wir einen schnellen wieder. So. Da können wir die kleinen nehmen. Ah. Und können wir gleich mal ein paar mehr grüne Flaschen herstellen. So, und gucken wir mal, wie sieht das denn hier aus? Also, wir sind jetzt dabei gewesen, das herzustellen. Jetzt wollen wir. Wir sind immer noch dabei, die blauen zu produzieren. Das heißt, wir brauchen rote. Und für Batterien brauchen wir gar nichts von beiden. Gut, brauchen wir rote. Kupferkabel haben wir. Kunststoffstangen. Haben wir auch irgendwo. Wie sieht es hier aus? Tanks sind noch richtig gut. Was haben wir hier? Batterien. Boah, haben wir schon gut was. So. So. Produzier du mal da weiter Kupf. Die Platten. Das müssen wir jetzt noch runterkriegen. Rote Schaltkreise zu produzieren. Super. Wie machen wir das? Rote Schaltkreise produzieren wir hier unten. Dann können wir das Kupfer weiter runterlaufen lassen und elektrische Schaltkreise weiter runterlaufen lassen. Kupfer und dann Kunststoff können wir hier an der Seite runterlaufen lassen. Fließbänder haben wir noch. Das heißt, wir brauchen ein paar Tunnels. Ein Tunnel. Schon wieder fertig.
Was können wir denn jetzt forschen? Laboreffizienz. Was haben wir sonst noch? Ach komm, nehmen wir das. Rote Schaltkreise setzen wir, glaube ich, mal einfach mal dahin. Wir haben Platz. Und dann brauchen wir Kupfer. Das können wir dann noch weiter runterlaufen lassen. So. Rote. Ja, lecko mio. Für die blauen brauchen wir. Oh. Ja, das wird ein Spaß, ein Spaß. Wir haben viel Spaß. Und Produktionsketten. Jetzt verstehe ich das auch aus diesem Anfangs. Da gibt es ja so eine Videovorstellung von dem Spiel. Was das für Produktionsdinger sind. Das ist ja. Holla, die Waldfee. Nee, warte. Wenn wir das mal erweitern, müssen wir hier rüber gehen. So. Dann brauchen wir Greifarme. Ha, wir haben mehr Platz. Schönen Slot. Komm, Greifarme machen auch noch ein paar mehr. Kupferplatten kommen von da. Dann brauchen wir lange Arme. Müssen wir rübergehen. So, da lassen wir jetzt unseren Kunststoff reinfließen. Das schließen wir jetzt mal an. Was fehlt dem jetzt? Petroleum, genau, weil wir da drüben das produzieren. Das heißt, theoretisch brauchen wir eine zweite Ölraffinerie. Also mich wundert das, dass die blöden Viecher mich noch nicht angegriffen haben. Also schlecht ist es ja nicht. Weil da erwische ich das erste Dorf da oben. Also Radar finde ich ja schon coole Sache. Das erste Dorf verpeste ich jetzt schon langsam. Ja, dann müssten die mich ja bald angreifen. Frage ich mich, ob ich meine Geschütztürme was bringen. Und wenn ich einen Panzer habe, gehe ich ein Dorf ausradieren. Umweltverschmutzung 3,6, kommt neues zu. Passt. Brauchen wir noch ein paar Rohre. Können wir auch gleich noch mal ein paar Ölförderpumpen bauen. Das dauert ja alles ein bisschen länger. Sind wir da oben? Oh, Forschung fertig. Was haben wir denn noch? Blaue. Benötigt für, genau, Tore. Okay, dann brechen wir das einfach mal ab. Ich brauche Rohre. So. Gut. Jetzt kannst du mir noch mal drei dazu bauen. Ich brauche noch. Nein, ich brauche noch mehr Rohre. So. Es ist kompliziert. Das muss dahin. Das muss dahin und das muss dahin. Brauchen wir unterirdische Rohre. Also. Das. Schon fertig? Was haben wir denn hier? Pyrotechnik.
Ja, komm, können wir uns doch gleich eine Rüstung bauen. So, und das. Muss theoretisch dahin. Wo wollen wir hier noch durchlaufen? Wo sind denn Rohre? Jo, das wird jetzt dahin gepumpt und das müssen wir dahin pumpen. Tit, tit und tit. Komm, mach die nächste Pumpe fertig. Nein, das bringt gar nichts. So, da haben wir dann Öl. So, und hier wollen wir auch nochmal. So, dann haben wir dann noch mehr Öl. Die braucht Spannung. Und dann können wir uns selber noch da zwei. Ach komm schon, lassen jetzt noch mal ein paar mehr. Jetzt frage ich mich. Warum der noch nicht arbeitet? Ach, schon fertig. Ist so schön. Was ist das? Verteidigungskapsel? Durchwerfen mit der Kapsel haben wir. Ach komm, fangen wir einfach mal hier oben an. Der läuft. Das verbinden wir mal. So. Haben wir unsere Plastik schon hier unten? Können wir mal schon hier reinstopfen. Bauen wir aber mal hier unten weiter. Bis es da oben läuft. Ein langer Arm. Der holt sich das Plastik. Das verbinden wir. Der holt sich die Kunststoffdrähte. Die Kupferdrähte. So, und er holt das da raus. Und steckt das da rein. Zack. Jetzt brauchen wir hier Spannung unten. Brauchen wir nochmal einen Mast. Jam, jam. Jo. Jetzt müssen wir uns mal um unser Öl kümmern. Och, ah, Leute. Sehe ich schon, die Folge wird wieder viel zu lang. Wir beenden die Folge hier jetzt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.